Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma. Auch seit jetzt sehr, sehr lange Zeit. Was? Witzigerweise habe ich gerade eben schon mal gegen welche gekämpft. Zum Testen wegen der. Wegen. Let's wait and see what they do. Lass mich nochmal ausreden, Mann. Wegen der Lautstärke. Und zwar nehme ich das jetzt alles mit OBS auf. Vielleicht, wie einige von euch wissen, kann man da die Lautstärke. Also ich kann die Zwischensequenzen nicht im Nachhinein lauter machen. Also könnte ich theoretisch schon, aber das wäre sehr kompliziert. Und ich mach's halt dann ganz einfach, halt relativ einfach, dass ich einfach, relativ einfach, mich mute, weil das muss wahrscheinlich noch nicht mal erfolgen, dass ich mich mute. Aber auf jeden Fall mache ich halt den Sound deutlich, deutlich lauter vom Spiel. Na komm her. In dein Gesicht. Oh, da ist ja noch einer. Oder war ja noch einer. Hahaha. Ja komm, Heilung bringt jetzt auch nichts. Würdest du mich nicht heilen? Die auch nicht. Ja, das war's. So. Ich habe vor, erstmal die Tafel entziffern zu lassen, die wir jetzt im Inventar haben, schon die ganze Zeit mit mir rumschleppe, seit dem Hexenwald. Die irgendwie so 15, was weiß ich, was wiegt. 15 Gewicht wiegt. Weiß nicht, was. Oh. Ich sollte aufpassen. Können relativ starke dabei sein. Was? Beispiel Taui kaputt machen. Ja, da ist ja einer. Aua. Okay, den habe ich. Muss da echt aufpassen, ey. Dass die nicht einen umzingeln oder plötzlich hinter einem sind und vor allem die starken Gegner, dass die nicht plötzlich hinter einem sind. Das ist wirklich, wirklich gefährlich. Weil man sieht die halt auch Radar nicht oder auf Minimap mal nicht. Radar. Ja. Postmodernes hatten wir damals schon. Ein Radar. Ja. So ist das. Ja, wir haben triumphiert, das wundert mich wirklich, aber wie gesagt, man muss relativ gut aufpassen. Vor allem die dicken Arschlöcher mit ihren Schwertern. Die groß mit ihren Schwertern. Ja, das glaube ich dir jetzt. Ja. Groß mit ihren Schwertern, die machen halt einen richtig Schaden aus. Und es kann dann schon mal tödlich enden. Vor allem im Prinzip ist es egal. Alle dürfen sterben, außer eben ich. Ich darf nicht sterben. Und wenn ich sterbe, dann ist es so. Bei, ach so, Harpien. Okay, ist. Beware the Harpy Song. Ah ja, die drängen mich nicht auf. Was sie damit sagen will, mit auf Drängen. Wie man das auch immer nennen will. Die Harpyien haben die blöde Angewohnheit, einen wegzuschleppen. Und hier geht's jetzt noch. Ich meine, sie können einen trotzdem relativ hochschleppen. Relativ weit. Und dann fallen lassen. Dann kriegt man auch eine Menge Schaden.
kriegen wir auch eine Menge Schaden, aber es gibt Gebiete, da gibt es einfach Abgründe hier in dem Spiel. Seelenschinderschlucht ist so eins, da waren wir glaube ich noch nicht. Ja, richtig, Leute, genau darum bin ich ja hier. Und da können die Harpien einen halt einfach mal hochheben und ja, wegtragen. Oder den Abgrund anfallen lassen. Dann ist man halt instant tot. Falls nicht zufälligerweise unten Boden ist. Wäre einmal passiert. Da wurde mein Vasall, also mein Hauptvasall, wurde hochgehoben, wurde über die Klippe gezogen und dann losgelassen. War aber noch nicht tot. Dann kam er später wieder zu uns, weil er halt einfach da war. So, ich bin jetzt mal leise, weil ich nicht weiß, ob eine Zwischensequenz kommt. Da muss ich dann natürlich das Spiel lauter drehen. Sprechen. Is there not you have to show me, Arisen? For I have seen it. A cipher, void of meaning unto itself, but of vital importance. The sign of those bound to the dragon, and through it to one another. Bring it here. Okay, hier die alte Platte. Bitteschön. That tablet. Then it has presented itself to you as well, arisen of the present day. I held it once myself, though it knew a different form then. Tis the arisen's bond, an oath given form. It has shown itself to each arisen in turn since time immemorial. Ever changing its guise. Perhaps it is a test of sorts. Though it appears a humble tablet now, it will take on the form best suited to you when the time is come. Then the Arisen's bond has chosen its form. For you, it is become a ring. Take it. Tis the symbol of an oath that will bind you to what you hold most dear. That it chose a ring for its shape stands proof that other people are what you hold most dear. Make no mistake. The one you vouchsafe this ring to will be bound to you most powerfully. Whether that bond will be your shield or your undoing depends upon you. Therein lies the nature of the test. Wow, ich habe einen Hochzeitsring bekommen. Ja, also wenn man es genau nimmt. I considered any bond with another being as a seed of doom for the arisen. Okay. Nun ja. There's a strange power emanates from that ring. Ja, ich will. There have been other arisen come before you to meet my master. Two perhaps. Or three. Okay, schön. Was interessiert mich das jetzt? Naja, diese Quest habe ich. Ach, richtig. Zunge gemeistert. So, jetzt. Nee, ich mal. Ja, nett. Nett. So, und zwar. Gibt es Quests, die ich unbedingt erledigen möchte? Wegen einem Erfolg. Und die muss man halt erledigen, bevor. Ja, bevor man
gewisse Hauptquests erledigt, weil dann sind die eben nicht mehr möglich zu machen. Drachenzunge war eins davon. Ich weiß, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt nach dem Kloster. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ein Kloster. Ich glaube, da war ich auch schon mal. Ja, müsste ich da schon mal gewesen sein. Ich glaube, da wäre es sogar sinnvoll. Moment, ich könnte. Könnte. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Something drawing on the hill. Spiel wie etwas auf den Berg gemalt oder was? Genau, ich möchte den Sturmklippenturm, weil da gibt es auch eine Quest. Ich weiß nicht, ob es die jetzt aktuell schon gibt. Aber das ist auch eine Quest, die ich auf jeden Fall vorher erledigen muss. Oh, da ist eine Chimäre. Sollen wir die nochmal töten? Habe ich die überhaupt schon getötet beim letzten Mal oder bin ich auch dran vorbeigelaufen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Mal gucken. Was heißt mal gucken? Ich weiß ja nicht, ob ich es schon erledigt habe. Hahaha. Dann ist sie wieder da. Mach ich mal erst den Löwenkopf. Wobei das eigentlich das Dümmste ist, was man machen kann. Lockert nämlich mal einer von euch. Hallo, danke. Ja, ich glaube, der Löwenkopf ist schon tot, weil sie irgendwie so komplett... Nee. Nee, war noch nicht tot. Es ist so, dass man am Anfang eigentlich die Schlange tötet. Macht am meisten Sinn. Ich wollte mich festhalten. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ja, 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 ja. Aua. Ich habe jetzt absolut keine Ausdauer. Versuche hier gerade. Wow. Ich mich halt mit so einem Kleinkram. Meine Vasallen, die Schmere erledigen. Oh, hier hängt schon dran und schlägt ihn. Aua. Bella hat es voll erwischt. Ah, jetzt. So. Ja. Oh, fuck. Das ist der Zauber von der Ziege, die ist auch ekelhaft. Aber vor allem schlafe ich jetzt, wenn ich drauf bin. Oh, Wintaui. Danke. So, jetzt sollte man auf die Ziege losgehen. Weil die eben zaubern kann. Ja, okay. Die Musik, die ihr gerade hört, heißt so viel wie: Pass auf, der Löwe ist jetzt richtig aggro. Aber, naja, der Löwe konnte nicht lange aggro sein. Was tut denn da? Ah, noch ein bisschen. Goblins. Hauptgoblin, ja, Goblins. Schnetzeln. Warum rennst du weg? Rennst weg, um mich nach vorne auszuschlagen, ja? Diese dumme... Ja, oder verbrennen sie einfach komplett. Ja, los, zerstört ihre Zelte. Sie haben es natürlich nicht verdient, hier zu lagern. Oh ja, das ist gut, das ist gut. So, ich wollte... Warum kommt jetzt plötzlich alles, ey? Was ist denn los? Oh, volle Laufbahn. Ich könnte auch demnächst mal wieder in die Hauptstadt gehen, könnte meine... Meine Gesinnung. Nennt man das so?
könnte auf jeden Fall meine Klasse ändern. Assassinen oder so. Mag Assassinen, aber Assassinen und das Problem, das gibt da immer das Problem, du hast. Wo denn noch? Will mich verarschen? Interessiert mich nicht. Muss ich für. Da. Schon fast tot. Hör ich doch. Komischer Direwolf. Oder Schattenwolf. Ja, ist mir egal. Lass die Schneehabien sein. Interessiert mich jetzt nicht. Ich möchte einmal hier in die Feste. Möchte gucken, ob es da jetzt schon den Auftrag gibt. Ja, richtig. Zum Klippentum. Da gibt es nämlich eine Quest wieder. Ja, da müsste. Das müsste sein. Welcome, sir. Though I fear this place affords little hospitality. How do you find playing the role of a risen, sir? Ah, but I misspeak. 'Tis far from play, I know. I meant only the role of hero must be tiresome work. To meet the demands for ceaseless feats of valor. I may have one such task to offer, if you've the time and inclination. Well, sir, then pray, allow me to begin with a word about the stronghold. Given the hold's remote location, those who man it are oft required to remain here for long stretches of time. And sadly, the worsening dangers that plague the roads have kept all freight from reaching us. No matter the number of pleas I send to the capital, I receive no response. We're to commence a new regiment of training soon. The morale among the men is dismal. By now, we are a week's food in arrears. Our remaining stores will not last long. Be a mercy if you, as a risen, would go and speak to the court on our behalf. And in so doing, an acclaim for precluding a dire crisis in the duchy's defense. In Grand Sorin, you will find a Lord Julian. The hold's expeditions and supply fall under his charge. Pray, speak with him, else the other guards within the Duke's castle. Ja, genau die Quest meint. Oh, weiß sogar. Aber ich weiß es auch. Auch ich sie. So. Möchte zum. Ah, zu dem. Ja. Oh, zu dem Dings da. Nee, zu dem. Kloster. Kloster wollte ich. Auch noch eine Quest. Aber naja. Gucken, vielleicht ist dieser Typ ja direkt um die Ecke. Vielleicht ist er direkt um die Ecke, dann. Ja, dann kann ich ihn einfach so mal machen, die Quest. Aber ich glaube, geht schon aktiv. Nee, der ist oben im oberen Teil, da will ich jetzt noch nicht hingehen. Heißt für mich, ich will erstmal gucken, ob ich schwarze Brettquests abgeben kann. Ja, nein, vielleicht. Ja. Nein, kann ich nicht. Ach, das muss rot sein, ne? Richtig. Okay, dann möchte ich einmal richtig. Einmal Lage. Damit bringt mir sowieso nichts, wenn ich gerade schon schlafe. Sehr schlau. Das Ganze einlagern.
mitnehmen. Aber das ist egal. So, mach ich mal Fertigkeiten gucken, ob ich da neue lernen kann. Müsste ich jetzt eigentlich. Macht das Sinn? Was habe ich denn mit ihr? Mit ihm habe ich alle roten Kuss und beißenden Wind. Zehnfache Wirbel, Schreckens. Betten. Fehlen mir noch zwei Stück. What will it be today? Schneidender Wind. 100 Küsse ist es. Besser der Schalachoderkuss, ja. Würde sich theoretisch lohnen. Ich mal. Warte, mich rein in den Wind. Zeigt Eröffnung anderer Aktien. Ja, das wäre auch sonderbar. Ah. Zehnfacher Pfeil ist halt schon die Erweiterung. Musst du. Bessel. Reptale schießt die Pfeile in einen weiten Radius ab. Besser. Todespfeil. Ein verbesserter Schreckenspfeil, der mit anderen der Vorbereitung an. Doppel. Ich weiß. Also ich mach mal den noch. Todespfeil und Erweiterung. Keine. Aber Fähigkeiten habe ich neue. Stabilität. Stärke Wind. Brauche ich später. Allen Effekt. Irgendwie mit den angesammelten Schaden von Gegnern, wenn diese nicht durch die Angriffe gerecht wurden. Ist auch nicht so notwendig. Dann noch ein bisschen lernen. Besser die Fähigkeit wieder zu wird die erlittene Verletzung, lernen wir einen konzentrierten Treffer erleidet. Sie sind nur wilder Hieb. Muss mit ihr unbedingt noch was anders kann. Wirksam. Verteidigen erlittener Schaden wird für einen von Angriff gegen Sinnvoll. Drei Seiten. Könnte auch sowas wie ja, die sehr schön einmal dann da einmal bei und hier ach ja ich habe ja komplett war unnötig so Laufbahn wechseln aber ich habe Kämpferstreich habe ich durch. Können wir das hier machen? Waldläufer, Erzmarkt. Ich glaube, den Assassin.
Schwerter, Dolche, Schilde, Bögen, Meister, verschlungene Angriffe, ja, Waffen. Schwerter, Dolche, Schilde, Bögen. Ja, aber ich werde sowieso trotzdem noch Dolche und Bögen verwenden. Aber halt, das sind ja keine Scharfschützenbögen, das sind die normalen Bögen. Ah, also keine langen Bögen. Keine richtig starken Bögen. Ich glaube, ich werde sowieso, bevor ich das ändere, bevor ich den Endkampf mache, werde ich das sowieso nochmal auf das ändern. Das ist mal 3 aufgewertet. Werde ich sowieso mal wieder anlegen, das was ich umskillen, das was ich als Hauptskillung haben will. Das ist der normale Waldläufer. Also das was ich jetzt die ganze Zeit hatte. Weil ich den ich stehe gerade auf der Leitung. Weil ich den. Ja, richtig. Weil ich den Bogen, genau. Will den Bogen aufgewertet haben. Langbogen. Erstmal lernen. Vertraute an. Gerade Eltria. Hilfe. Mehrere Ziele gleichzeitig an. Hüftenpfeilen. Hier die schwere erlittene Schwert in der Scheide steckt. Brauche ich nicht ein Schwert benutzen. Mal gucken, was ich für Fähigkeiten habe. Ich habe immer noch hier die. Gebe ich dreifachen Pfeil und sonst. Lernen. Gelernt gehabt für den normalen Bogen. Aber weil naja. Ja, ich möchte das festlegen. Das hätte ich alles offscreen machen können. Ja, das war's. Ah, ich möchte noch mal einlagern. Boom. Was? Come again soon. Okay, ich komme again soon. Later. Oder so. Nee. Ich laufe jetzt. Ja, richtig. Ja. Alle Monster sind niederen Verstands. Manche stellen Fallen. Ja, zum Beispiel die. Das ist sehr gut. Kobolde. Ja, was heißt sehr gut? Machen es halt manchmal. So. Ich möchte einmal. Ja, richtig. Ich möchte einmal zur. Kloster. Könnte immer noch irgendwo der verdammte Greif auftauchen. Was willst du? Also eigentlich müsste ich das ganze Let's Play nicht reden, weil meine verdammten Vasallen immer was zu sagen haben. Ja, wie unbedeutend es auch ist, immer ihren Kommentar dazu abgeben. Schon ekelhaft. Monsters can strike day or night, even in the shadow of Grand Sorin's walls. Ja, das können sie. Tag und Nacht, auch im Schatten von Grand Sorin. So, könntest du bitte was Gutes droppen? Man kann hier Ambrosia-Fleisch bekommen von den Drecksviechern. Aber naja.
Braucht es ja noch für lebt wohl weil Nero. Und für noch eine Quest. Also, wow. Goblins. Oh, he's ripping. Careful, a goblin! Oh, goblin! Hallo, goblin! Who's goblin? Ja, da war dein carefuler Goblin. Und nicht mehr ganz so careful. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten, aber ich habe jetzt so lange verschwendet. Also bei Zeit verschwendet bei dem Fähigkeitenlerner, bei dem Typ in der Hauptstadt, der Taverne, dass ich da jetzt das mindestens noch zum Kloster laufe und den Quest annehme. Aha, den Quest, ja. Die Quest. Die Quest nicht. Mehr. Hat er mich gerade angezündet? Okay. Ich weiß übrigens nicht, ob ich richtig laufe, aber es sieht richtig aus. Ja, ja, Wölfe, fickt euch doch. Ich ignoriere euch jetzt. Das Einzige, gegen was ich kämpfen würde, wären Ogre. Ich glaube, die sind am Tag gar nicht da. Oder hier gegen Menschen. Das ist auch relativ stark. Vor allem auch nervig. Der Arm Bandit. Man merkt halt, dass mir ein paar Attacken fehlen. Übrigens sind hier irgendwo noch Gegner, aber es ist einfach noch nicht aufgetaucht. Wow. Da ist einer. Dann halt mit den Dolchen. Mann. Oh, das ist nicht. Das ist ekelhaft, dass die manchmal einfach noch nicht da sind. So, hier bitte in dein Gesicht. Lustig ist, man macht hier wirklich mit Kopftreffern mehr Schaden. Da. Ich will aber noch vor Sonnenuntergang Kloster ankommen. Brauche noch eine kopflose Statue. Wo kriege ich die denn her? War das nicht auch beim Kloster? Ganz, ganz cool. Rehe. In der Nacht sind hier Untote. Und Ogre gibt es hier auch. Aber das sind links von da hinten. So, zwei Stück müssen. Aber ich weiß, dass da auch hier schon mal welche waren. Die Abtei. Mal gucken, ob... Hier ist niemand. Jetzt noch nicht, vielleicht... Spawnt ja gleich noch einer, weil... Es ja immer so lange braucht. Hier ist auch niemand... mehr reden will. Ja, ist wirklich so, ne? Bisschen gefährlich hier draußen. Leute. Moment, da ist sie. You've come. I came here to the Abbey in hopes they might find me worthy to send down to the Grand Cathedral in Aldring. No place holds so much wisdom concerning the dragon as there. Oh, jetzt. While I am here, I train as a sister of the faith. I'm to gather flowers. They say I've talent as a healer, that if I labor hard enough, I... They say I'll learn to grant blessings upon others through flowers. I fear I am a poor judge of such things. Still, what say you, cousin? 'Tis said a blessing of flowers leaves the recipient awash with joyous feeling. Any luck? Though in truth, 'tis the Mother Superior here I must convince of my abilities, and the priests. I must show them I've an aptitude as a healer. But as I said before, I've little notion what to expect.
Could I ask you to give a flower to someone and tell me of their response? Ja, gesegnete Blume, erfüllt Quinas bitte. So. Ich kann natürlich ihr jetzt die Blume geben. Aber ich gebe sie einem anderen Typ. So, aber ich würde sagen, das war's für heute mit Dragon's Dogma. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Grancis wieder. Grancis, so in Grand Zorin. Was war das denn gerade? Weil ich porte mich jetzt nach Grand Zorin. Naja. Bis dahin, Leute. Servus.